Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter. Melde mich heute mal wieder mit Fortnite. Ich weiß, dass ich immer noch einer der schlechtesten Spieler in Fortnite bin. Ich habe zwar auch schon den einen oder anderen Kill hingekriegt. Ich habe es auch schon mal geschafft, ein Spiel unter den letzten beiden zu sein. Das heißt, ich hatte nur noch einen Gegner vor mir, der hat mich dann leider erwischt. Das wäre für mich eigentlich ein Erfolg gewesen, wo ich gedacht hätte, oh Mann, endlich gewinne ich mal ein Spiel. Aber das war leider nicht so. Die Bestenliste ist immer noch nicht da. Die Statistiken sind immer noch nicht verfügbar. Ich würde jetzt gerne mal gucken, wie viele Spiele ich eigentlich schon gemacht habe und wie viele Kills ich eigentlich schon gemacht habe. Aber kann ich leider momentan nicht einsehen. Das ist deaktiviert in Fortnite. Und ja, schauen wir mal, wann das wieder kommt. Ich wollte das Video jetzt eigentlich auch nur deswegen machen, weil ich habe mir eine neue Webcam geholt. Und zwar habe ich mir die Logitech C920 zugelegt. Die ist momentan relativ erschwinglich. Also die ist für wenig Geld auf eBay zu haben, auch neu. Ich habe sie mir neu für 60 € gekauft. Und wenn man bedenkt, dass die bei Logitech selber im Shop, glaube ich, immer noch für 119 € angeboten wird, dann ist das schon enorm, dass man für 60 € halt so eine Logitech C920 bekommt auf eBay. Das einmal dazu, warum ich mir die 920 geholt habe. Das ist eigentlich nur deswegen, weil ich da relativ viel drüber gesehen und gelesen habe und ich fand sie halt relativ gut und ich dachte mir, da ich ja auch eine günstige Kamera haben wollte, beziehungsweise nicht so viel Geld momentan ausgeben wollte, dafür lag das mit der C920 natürlich nah. Denn des Weiteren habe ich mir ein Bluescreen gebaut, den habe ich mir selber gebastelt. Ich habe mir so ein Drahtseilsystem geholt. Und zwar ist das so ein Drahtseilsystem, wo man eigentlich Vorhänge mit aufhängen kann. Da habe ich zwei Halter in der Decke gemacht. Da habe ich ein Drahtseil zwischengespannt und ich habe in meinem Schrank einen blauen Bettbezug gefunden. Ich kann euch das einfach mal zeigen. Ich gehe mal in die OBS-Einstellung, suche mir mal den Filter raus. Da habe ich den Chroma Key-Filter drin. Den werde ich jetzt mal deaktivieren, damit ihr den blauen Bettbezug im Hintergrund seht. Hier seht ihr den Bettbezug und wie ihr auch sehen könnt, der hat Falten, der hat, der ist quasi nicht gebügelt, weil das ist so ein komischer Satin-Stoff, so ein, ja, wenn ich da mit dem Bügeleisen rangehe, ich habe es versucht, bin ich ganz ehrlich, da ist mir sofort so ein bisschen weggeschmort und mein Bügeleisen hatte einen neuen Belag am Fuß. Das konnte ich Gott sei Dank wieder entfernen, also das Bügeleisen ist wieder voll in Ordnung. Ich mache mal den Chroma Key wieder rein. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin relativ überrascht, dass das so gut funktioniert, weil man hat ja immer gesehen, oder die Videos, die ich mir angeguckt habe, die waren immer so, dass halt gesagt wurde, ja, man darf keine Falten drin haben, es darf kein Schatten zu sehen sein, weil man sonst immer noch was sehen könnte. Gut, wenn ich jetzt meine Hand hier mal reinmache, man sieht es, dann ist immer noch so ein ganz klein bisschen blauer Hintergrund. Aber das, was man so sieht jetzt mit der Silhouette, finde ich eigentlich recht gut oder relativ gut. Und ja, bin relativ entzückt. Also ich kann es, erstmal kann ich das so nutzen, bin ich der Meinung. Und ich werde es natürlich auch nutzen, weil sonst hätte ich mir das ja nicht aufgehangen. Ich werde mir aber ein Greenscreen zulegen, weil das noch besser ist, dann sieht man halt auch nicht mehr so viel von Umrisse. Gut, hier sieht man jetzt zum Beispiel nichts Blaues. Also ich denke mal, auch von der Einstellung her habe ich das relativ gut hinbekommen, Gott sei Dank. Musste mir natürlich auch relativ viel Videos angucken, also Tutorials angucken, weil ich mich damit nicht ausgekannt habe. Bin aber, wie gesagt, entzückt. Ich habe es jetzt auf meinem zweiten Bildschirm, habe ich OBS laufen, auf meinem ersten Bildschirm habe ich Fortnite laufen und ich kann ja auch auf dem zweiten Bildschirm, wenn ich darüber gucke zum Beispiel, kann ich sehen, dass das also relativ gut funktioniert. Ab und an ist dann noch so ein ganz klein bisschen irgendwo minimal kriseln, aber ich denke, das liegt auch an meiner Ausleuchtung. Ich habe nur so eine
relativ günstige Schreibtischlampe. Da ist so eine Doppelneonröhre drin, so eine kleine. Und naja, mehr habe ich momentan noch nicht. Ich bin ja dabei, mein Equipment aufzustocken. Als erstes war ja das Mikrofon quasi dran, beziehungsweise, na gut, am Anfang war es eigentlich das Headset. Ich habe mir das Headset geholt, das Logitech G933. Und ist doch das 9. Ja, ist das 933. Und habe das vorher mit dem Headset gemacht, auch mit dem Mikrofon. Und ich war natürlich von der Qualität nicht ganz so überzeugt, da das Mikrofon von der Logitech doch ziemlich viel Eigenrauschen noch hat. Man kann zwar mit Filtern und so weiter, kann man da auch was hin bugsieren oder mit anderen Zusatzprogrammen, so zum Beispiel auch mit VoiceMeter hätte man das machen können. Aber da ich ja auch nicht den superschnellen Rechner habe, war das bei mir so ein bisschen am Stockeln mit VoiceMeter und es hat auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, gut. Wie gesagt, dann habe ich ja gesagt, ich wollte mir ein Mikrofon holen. Ich hatte dann in meinem letzten Video, hatte ich das Mikrofon vorgestellt, was ich mir geholt habe. Das hat nur 33 € komplett gekostet mit Phantomspeisung, Scherenarm, Popschutz ist da noch bei. Und ja, eigentlich relativ günstig. Die Qualität ist soweit okay, finde ich jedenfalls. Und ich werde mich natürlich irgendwann wahrscheinlich verbessern. Also, Licht drin. Aber jetzt wollte ich das einfach mal ausprobieren, wie das so klappt mit der neuen Kamera und den Bluescreen, den ich mir so gebaut habe. Und ja, lasst uns mal eine Runde Fortnite spielen. Ich bin nicht der beste Spieler in Fortnite. Manchmal schaffe ich es, ein paar Kills zu machen, manchmal schaffe ich es halt nicht. Ich muss noch ein bisschen schneller werden, in vielerlei Hinsicht, sei es jetzt mit dem Bauen. Beim Bauen habe ich nämlich noch momentan so ein paar Schwierigkeiten. Ich versuche mir gerade so mit Tastatur und die Maus so zu konfigurieren, dass das auch schnell funktioniert. Ich hatte mir von Ninja ein Video angeguckt, wo er gezeigt hat, wie er die Tastenbelegung zum Beispiel an seiner Maus hat. Leider hat mein Scrollrad von der Maus nicht diese Links- und Rechts-Funktion. Also konnte ich das bei mir nicht einstellen. Aber schauen wir mal, ich habe jetzt hier auf der einen Maustaste das Baumenü für die Wand, dann flach und die Treppe. Die Treppe ist natürlich ein bisschen doof. Ich muss auf mein Mausrad drücken und das ist im Spielen immer so ein bisschen problematisch. Ich denke mir, ich werde mir irgendwo oder irgendwann noch eine Gaming-Maus zulegen. Schauen wir mal. Ich glaube, ich gehe heute meinen Shifty runter. Ich mache das immer so, dass wenn diese blaue Markierung fast in der Mitte ist von dem Bus, wenn man so den Abstand hat, dann ist das eigentlich die optimale Position, um abzuspringen. Ja, fast. Also ich werde jetzt erstmal an Title Towers vorbeiziehen, weil da brauche ich noch nicht hin. Da überlebe ich keine 2 Minuten. Obwohl ich das auch schon geschafft habe. Oh, da vorne liegt der Bus. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, das ist aber am Zuckeln. Oh, Lex. Wieso habe ich denn jetzt Lex? Irgendwie habe ich Lex. Wie ihr schon sehen könnt, ich habe auch nur 60, um die 60 FPS. Also ich habe nicht den dollen Rechner jetzt. Ich habe auch nur eine GTX 460 oder das. Ich habe relativ starke Lex. Ich denke, ich werde hier. Oh. Nicht so toll. Ich denke, ich werde auch übelst abkacken. Eieiei. Leckt wie Sau.
Aber ich gehe mal davon aus, dass es echt mein Rechner ist. Nicht mein Rechner, meine Leitung. Jetzt werde ich mal einstellen. Ich bin da noch nicht ganz so gut drin wie die Top-Spieler hier. Aber wie gesagt, ich versuche so mein Möglichstes und ich versuche auch einigermaßen klar zu kommen. Ja, wie ihr seht, habe ich da richtig starke Lags. Nö, ich will noch weiter gucken hier. Hier ist ja keiner. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Hau ich mal alles in Klump hier. Mittlerweile. Kriege ich das auch mit diesem blauen Punkt raus? Vorher wusste ich wirklich nicht, was das ist. Und mittlerweile, man sieht es ja auch, wenn du irgendwo drauf rumhaust, dann kommt immer so ein da so ein Kreis. Und wenn man da reinhaut, dann baut man das schneller ab. Das ist schon mal ein Pluspunkt, den ich mir da errungen habe, dass ich das mittlerweile auch so ein bisschen kann. Was mich jetzt wundert, dass hier nirgendwo einer ist. Ich sehe weder einen bauen noch irgendwas machen. Oh, das war verkehrt. Ich muss ja mittlere Maustaste drücken. Ja. Oh. Tränke. Oh. Bei mir leckt es wie Sau. Alter. Alter. Ich glaub's nicht, ich hab den erwischt mit meinem Leck. Unglaublich. Aber wie ihr seht, habe ich natürlich auch ganz schön gelitten. Scheiße, ich hau mir einfach mal den Slurfsaft rein. Oh ey, das leckt wie Sau, so eine Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Achso, ich wollte das Ding nehmen. So, jetzt aber los. Ich muss mich heilen. Ich habe den erschossen, Alter. Das ist unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass es noch schlimmere Noobs gibt als mich. Wie gesagt, weil ich bin ja, was das anbelangt, noch ein Vollanfänger. Aber das ist schon ja richtig gut, dass ich den hab killen können. Freut mich.
zaubert mir gleich so ein Lächeln ins Gesicht. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, so. Finde ich klasse. Ist da eine Kiste drin? Jawohl. Oh, schön. Alter, ich habe einen Kill gemacht. Ich komme da jetzt nicht drüber weg. Nein, ich mache ja auch ab und an, mache ich mal einen Kill. Ich kriege das manchmal schon hin. Aber wie gesagt, ich muss noch besser werden. Ich denke, ich habe auch hierfür eigentlich eine zu schlechte Maus. Denn ich habe noch so eine, ja, MX. Ich weiß nicht, ob das eine Revolution ist. Die ist für heutige Verhältnisse wahrscheinlich auch nicht mehr so toll geeignet. Wenn ich mir bedenke, dass es da 12.000 DPI-Mäuse gibt, also die viel besser reagieren und alles, dann ist das schon was anderes. Ey, ich habe einen Kill. 21 Leute leben nur noch. Ist natürlich geil. Jawohl. Ich nehme doch lieber die... Oh. Ach nee, den kann ich ja jetzt nicht nehmen, den Trank. Ja, was mache ich denn jetzt? Behalte ich den? Oder nehme ich den Sniper? Ich nehme lieber die Sniper mit. Wo ist die Zone? Och, das ist ja... Kann ich noch relativ entspannt sein. Das leckt schon wieder. Oh, nee, die will ich ja haben. Ich habe also ein schlechtes Aim, ihr habt es gesehen. Ich muss da noch ein bisschen besser werden. Ich gebe mir natürlich Mühe, dass ich das auch noch hinbekomme. Bin froh, dass ich eben schon einen Kill gemacht habe. Das hat mich jetzt relativ, ja, das hat mir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Nichtsdestotrotz, es war jetzt einfach nur dafür gedacht, auch das mal auszuprobieren mit der Kamera und auszuprobieren mit meinem Bluescreen. Ich bin relativ entzückt. Und ihr könnt mir ja auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr gern sehen würdet, wie ich das genau gemacht habe mit dem Bluescreen, weil ich denke mal, einige können sich da nicht viel drunter vorstellen, wie ich das erklärt habe. Dann würde ich eventuell dazu auch nochmal ein Tutorial machen, wie man das machen kann und wo man dieses Drahtseilsystem zum Beispiel herbekommt für die Vorhänge. Obwohl das gar nicht schwer ist, bekommt man in jedem Baumarkt oder wenn man sich das online bestellt, geht auch. Das ist auch relativ günstig, das kostet nicht so viel. Und ja, dann würde ich das einfach mal machen. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, würde ich mich auch darüber freuen, auf jeden Fall. Und worüber man sich immer freut, ist natürlich, wenn man ein Abo bekommt. Ich möchte noch einige, viele Sachen hier machen. Wer meine Videos so ein bisschen verfolgt hat oder wer schon mal in einen meiner Videos reingeguckt hat, ich lege mich auf keine bestimmte Sache fest. Ich will jetzt auch nicht so wie zigtausend andere auf YouTube die Fortnite-Schiene fahren. Ich spiele gerne Fortnite, keine Frage. Aber um da jetzt Videos zu machen, die man sich gerne anguckt, bin ich wahrscheinlich noch viel, viel zu schlecht. Da muss ich noch sehr, sehr viel üben. Ich denke, ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich gemacht habe. Lass es 200 Spiele sein oder 250 Spiele sein. Ich müsste da mal beim Fortnite-Tracker mal nachgucken. Auf jeden Fall, wenn ich mir bedenke, dass Ninja zum Beispiel über 6.000 Spiele schon gespielt hat. Also ich denke mal, wenn ich bei 6.000 Spiele bin, werde ich wahrscheinlich auch besser sein. Und so siehst du das auch bei anderen. Ja, da könnte ich wahrscheinlich ein Video zu machen, wie viel oder wie die Spieler
Wie viele Spiele die schon gespielt haben, das wäre wohl auch mal interessant. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte euch jetzt nicht weiter langweilen. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ihr habt unten die Abo-Leiste oder mein Abo-Button unten im Video. Da würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Dieter. Ciao.